Die Idee ist jetzt, wir schießen jetzt einen Elefanten an. Oder zwei. Dann bluten die langsam aus und wenn die dann ohnmächtig werden wegen dem Blutverlust, dann retten wir sie. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play RimWorld hier in unserer alten Chaos-Kolonie, wo Antilope noch flach liegt. Warum liegt sie denn flach? Ist noch betäubt, hat sie gerade ihre bionischen Augen gekriegt, wie es aussieht. Es ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, deswegen muss ich hier kurz mal gucken. Wolle ist noch komplett hinüber. Warum auch immer, was hast du denn gemacht? Sturmgewehr hast du denn abgekriegt? Du hast Mensch linke Hand, Mensch rechte Hand. Ich glaube, du bist ausgetickt, oder? Was bist du denn für einer? Ach, Rauschmittelfaszination. Ja, du wolltest bestimmt ordentlich dir ihn reinziehen. Aber da waren wir nicht ganz mit einverstanden. So, naja, gut. Was machen wir dieses Mal? Ich habe noch keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken, was hier überhaupt alles los ist. Wolle eiert los, um sich einen Teufelsgarn-Staubmantel anzuziehen. Das ist schön. Mach das mal. Das finde ich ganz gut. Was wurde denn hier getragen? Stammeskleidung. Achso, die wird dann bestimmt noch verarbeitet. Wir hatten hier vor kurzem einen Angriff von den Stammesmitgliedern. Den haben wir aber ganz gekonnt natürlich abgewehrt. Die hatten ja keine Chance, hatten die nicht. Na? Die wussten ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Und ja, dann Wolle, nimm dir mal bitte dein Zeug, dass hier meine Nachrichten verschwinden. Was ist das hier? Das Sturmgewehr meisterlich. Das tust du dir doch bestimmt jetzt gleich wieder nehmen, oder? Das wäre schön. Alter, du kriegst sie aber echt durch die Gegend. Aber du hast keinen permanenten Schaden gekriegt. Oder ist die Rippe durch uns kaputt gegangen? Ich glaube, ne. Nee. Hier, nimm das bitte. Nimm bitte das. Ja, das ist zwar verboten, aber das darfst du dir gerne nehmen. Das habe ich bloß verboten, damit ich weiß, dass es deins war. Gut, dass ich das gemacht habe, weil jetzt ist ja, wie gesagt, eine ganze Aufnahme rum. Was macht denn Engo hier? Was bist denn du für einer? Gehst du jetzt heim? Habe ich dich released? Das kann natürlich sein, dass wir dich jetzt gerade released haben. Wir hatten, jetzt erinnere mich, wir hatten jede Menge Gefangene genommen. Blau und Riesling sind noch da. Riesling hat leider sein rechtes Schlüsselbein zertrümmert. Das ist ein bisschen doof. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das irgendwie fixen kann. Ich habe ja beim Händler mal ein künstliches Schlüsselbein gesehen. Also das geht in jedem Fall irgendwie. Ich hoffe, wir können das auch irgendwie herstellen. Also ich weiß, dass es hier nicht geht. Hier gibt es keine Schlüsselbeine. Nee, kein Schlüsselbein. Und hier gibt es bestimmt auch keins, oder? Aber doch, hier. Künstliches Schlüsselbein. Fügt ein künstliches Schlüsselbein aus Stahl an. Ja, nice. Das ist ja perfekt. Dann können wir sie ja wieder fit machen. Relativ ohne Probleme. Das ist ja wunderbar. Scheinbar hat das Ding auch keinen negativen Einfluss. Das ist auch ganz gut. Bist du hier geforst? Entschuldige. Ja, du darfst natürlich dich mal auch entspannen. Hier, geh mal zu deiner Frau. Die freut sich, wenn du kommst. Manchmal zumindest. So, wir wollten eigentlich ja mal diesen Außenposten hier angreifen. Generiere Planet, ja, mach das mal bitte. Der generiert den jetzt hier ganz langsam. Wo ist er denn? Da ist der Außenposten. Savanne. Planet, Gelände. Ist ja alles ganz toll. Wieso hatten der mir jetzt den Außenposten da nicht so gezeigt? Jetzt. Hier, Fraktion, die Eule will, dass die blaue Wüstengebietssitzschaft will, dass sie zerstört wird und man kriegt einen unendlichen Kraftstoffgenerator als Belohnung. Fände ich gut. Ich hätte aber auch gerne Boomerlob. Boomerlob wäre ganz toll, wenn die hier mal erscheinen würden. Eine andere Idee, die wir noch machen könnten, wäre, dass man mal mit jemandem, der ein Sturmgewehr hat, hier so einen Elefanten jagen. Weiblichen, 36 Jahre alt. Wie alt werden die denn? 50, ja, da geht noch was. Den verletzen, aber nicht töten und den dann retten
wenn er außer Gefecht gesetzt ist, dann ist er nämlich hier drinne und hier drinne können wir den dann zähmen. Und wenn irgendwas schief geht beim Zähmen, dann ist er immer noch hier drinne und wir können ganz schnell helfen. Das ist viel einfacher, als wenn du das hier draußen versuchst. Weil vor allen Dingen muss Hera dann noch nicht so weit laufen. Ne? Die versorgt hier die Tiere, die hier sowieso sind und kann dann gleich den wilden Elefanten, der da auch drinne steckt, zu zähmen. So könnte man einfacher an neue Elefanten kommen, die ich dann auch zum Tragen oder halt zum... Ja, zu was nimmt man die dann? Zum Tragen und zum Kämpfen hauptsächlich würde ich die nehmen. Wieso ist denn das hier frei? Wohnt hier nicht eigentlich einer, nämlich Wolle? Wolle, wo wohnst denn du jetzt? Du hast doch jetzt bestimmt hier... Neidisch, genau. Warum wohnst du nicht mehr hier? Wolle, sag mal. Ja, komm. Zugewiesen. Das ist doch das schönste Zimmer. Sehr eindrucksvoll. In 90%. Ja, ist es auch. Wie fühlst du dich denn jetzt? Viel besser. Viel besser fühlst du dich. Wunderbar. Keine Ahnung, was hast du denn jetzt hier gemacht? Mein Freund, ha? Nix. Das ist auch ganz gut. Ja, genau. Schieße mal hier auf den Schießstand-Dummy. Ist auch ein Traum. Antilope kocht. Statt Hera. Ja, okay. Was fehlt uns hier eigentlich? Fehlt uns, glaube ich, der Stahl, ne? Antilope, warum... Ja, Arbeit. Wo bist du? Antilope, mach mal kochen, bitte erstmal eine 2. Wir brauchen erstmal ein bisschen Stahl. Da ist doch noch Stahl drin, oder? Ja, ist auch noch Stahl drin. Musste jetzt kurz mal gucken. Kann nur sein, dass das Ding schon leer ist. Ist es aber zum Glück nicht. Ja, hier genau mal richtig schön in drehen. Was? Nur in? Achso, dann ist da erstmal eine leckere Mahlzeit. Naja, gut, ist auch okay. Dann ist halt erstmal... die da oben. Achso, ja, weil hier keine Licht. Sind die Tiere frei? Können die rumlaufen? Ja, können sie. Sehr gut. Hera, kannst du mal ganz kurz die tragen? Nee, dass die jetzt alle auf die Idee kommen, die müssen da drüben essen. Hier, du trägst das auch. Wunderbar. Ja, hier, pass auf. Gleich kannst du nichts mehr essen. Fort ist es. Dann gehen wir hier in die Richtung. So, hier kannst du nämlich da essen. Wunderschön. So ist das ja auch gedacht. Hier ist es immer noch extrem eindrucksvoll, obwohl es gerade nicht schön ist hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, ist aber auch nicht so schlimm. Kriegt der gleichzeitig... Der ist der jetzt hier, aber der ist auch im Bereich von dem Fernseher. Ich hab die Hoffnung, dass dann beides hochgeht. Aussehen geht hoch, Vergnügen geht nicht hoch. Ah, schade. Das funktioniert leider nicht. Ich hatte es gehofft, zumindest. Extrem eindrucksvolles Esszimmer. 6. Sehr schön. So mögen wir das. Genau deswegen sollen die ja da essen oder hier. Und nirgendwo anders, die Drecksäcke. Ich habe den Mod noch drin. Der hat jetzt hier nochmal ein... Also in der Aufnahme teste ich ihn nochmal. Falls die dann immer noch relativ oft wo ohne Tisch essen, dann ändere ich den Mod. Also dann kommt er weg. Und dann mache ich einen anderen hin. Nämlich, ich hatte nochmal einen gesehen, der einfach die Suchreichweite erhöht. Ne, die Kolonisten, wenn die Hunger haben, dann gucken die ja... ob in der Nähe ein Tisch ist und wenn da kein Tisch ist, dann essen sie auf dem Boden. So funktioniert das im Originalspiel und der andere Mod, der erhöht einfach die Reichweite. Na, wenn die dann hier hinten auf den Feldern sind, dann kommen die vielleicht trotzdem noch auf die Idee, hier ist ein guter Tisch, ich gehe da essen. Na? Und weil hier der Tisch, der ist ja Geschichte. Den zünden die mir ja jedes Mal an, die komischen Leute, die hier angreifen. Ah, jetzt werden die Dinger hier gebaut, genau, so wie ich es mir gedacht hatte. Hier oben, der müsste auch noch gebaut werden. Das hier ist keine Autotür, aber das macht nichts. Wir haben ja Komponenten, oder? Ja, 37 Stück ist jetzt nicht zu viel, aber besser als nix. Wolle, was machst denn du? Ach, du bist ja Konstrukteur, stimmt. Und solange, wie es nichts Wichtiges ist, machst du das. Wichtiges Zeug macht hier der Herr Pyruka. Bist du eigentlich ein besserer Konstrukt? Nein. Also von der... Passion her, also, oh Gott, weh.
Frage mich, wie das deutsche Wort heißt, ne? Ja, wie heißt das? Fahrender Profi, was? Ach, Ehrgeiz. Interessiert. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit Ehrgeiz übersetzt hätte. Aber okay. Aber mir ist ja jetzt gerade überhaupt nicht eingefallen, wie ich das hätte übersetzen können. Von daher muss ich damit erstmal leben. Genau hier in Nora putz mal überall. Das sieht echt aus hier. Vor allen Dingen hier unten. Das ist ja echt schlimm. Talos, na, wie geht's? Permanente Schussverletzungen im Gehirn. Na, arme Schwein. Können wir aber leider nichts deswegen machen. Wir erforschen gerade die Ersatzorgane. Ist die Frage, ob man das, diese Schussverletzung im Gehirn korrigieren kann. Und die andere Frage ist, ob man das will, weil es ist bloß ein Labrador. Ne? Da kann man mal ganz schnell neuen züchten oder kaufen. Die sind ja jetzt nicht so toll. Was hast du denn? Starke Schmerzen. Ach du Armer. Ja, na gut. Dann wäre ich auch nicht so gut drauf, das stimmt. Was hast du denn? Aber dein Zeug ist gut, was du anhast. In Ordnung. Der geht noch. Hier ist aber noch ein legendärer. Der ist aber auch kurz vorm Abnibbeln. Der ist sehr gut. Der ist kurz vorm Abnibbeln. Haben wir noch eine Hose? Nee. Bin ich nämlich gerade am Überlegen, ob wir hier jetzt einfach noch mehr bauen. Mal sehen. Das ist gerade eine Hose. Hier ist noch eine exzellente. Also wir könnten auf jeden Fall noch eine Hose und eventuell noch ein Hemd bauen. Wir haben zwar noch auf Reserve, aber das zieht halt keinem mehr die Hosen aus. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Ah, wir müssten das Schmelzen inzwischen auch haben. Moment, da könnte man das auch mal aufbauen. Hier eine elektrische Schmelze. Das wird immer besser hier, ne? Man sieht, der Platz ist einfach unglaublich, wie viel Platz man hier hat. Deswegen ist die Frage, wohin mit dem Klavier? Ich hätte ja schon Lust, das da hinzustellen, aber dann passt hier nichts mehr hin. Man könnte aber den hier da hinstellen und den hier hin. Die Frage ist, ob man den überhaupt noch braucht, ne? Ich stelle den jetzt einfach erstmal hier hin. Unsere elektrische Schmelze. Die hier können wir ausschalten. Brauchen wir momentan nicht. Und ja, die brauche ich erst wieder, wenn ich ordentlich Stahl gefunden habe. Glasstahl ist auch ein bisschen weniger geworden. Haben wir ja gebraucht für bionische Augen und so ein Spaß. Hier können wir mal ein bisschen Glasstahl noch abbauen. Komm. Wenn er da ist, dann nehmen wir den noch mit. Sag ganz klar. Ja, ganze Wags. Alle sind da. Schick, schick. Dumm. Jenny und Wolle. Ja, nice. Pons hier, genau. Schön tragen, finde ich gut. Haben wir denn? Wie sieht's denn hier aus? Verbleiben 3 Tage. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Hier, die müssten mal weggeräumt werden, bevor die gammeln. Das will ja keiner. Hier oben ist nichts. Was gammeln kann, das ist in Ordnung. Wolle, jo. Hier machen wir wieder offen halten. Ist ja ganz klar. Machen wir dann hier oben auch. Das ist jetzt hier quasi unsere Sicherheitstür, damit es nicht wieder, falls das nächste Mal wieder so ein Angriff kommt von den Tieren. Also so ein menschenfressendes Rudel. Dann attackieren die erste Tür, machen die kaputt. Und die zweite Tür lassen sie hoffentlich dann in Ruhe. Sodass wir hier nicht wieder so einen Durchbruch haben. Wo dann alles schief läuft. Also es ist ja zum Glück nicht ganz schief gelaufen. Wir haben es ja überlebt. Stammeshändler von die graue Hirsche. Mimbramba oder was auch immer. Was hast du denn mit? So. Grob. Neutramin, ein bisschen Silber, Gold, Bier. Und Blastahl. Blastahl ist das Wichtige. Das kauft man in jedem Falle. Ist da schon mal ganz klar. Hier sind nochmal Schieferblöcke, aber die braucht man nicht. Wir bauen hier nichts mit Schiefer. Na, ihr Elefanten, alles klar. Ja, genau, hier, nimm mal mit. Richtig. Nimm die mal bitte mit.
machst denn du? Achso, du trägst den Bogen, genau. Wie lange bist denn du noch schwanger, Elefant? Kann auch nicht mehr so lange sein. 8 Tage noch, okay. Eine halbe Jahreszeit. Dann haben wir unseren ersten Elefanten. Wer von euch hat eine Pyro, du hast gerade eins. Der ist ja wunderbar. Du gehst immer hier raus. Hier war doch ein Elefantant irgendwo. Hallo, Elefant? Hier oben war da nicht einer? Oder war das unserer? Der da draußen geschlafen hat, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Weiß ich nicht. Hier unten sind welche und da sind welche. Die Idee ist jetzt, wir schießen jetzt einen Elefanten an. Oder zwei. Dann bluten die langsam aus und wenn die dann ohnmächtig werden wegen dem Blutverlust, dann retten wir sie. Päppeln sie wieder auf, dann sind die da oben in der Bude drinne und dann kann Hera sie zähmen. So ist die Idee. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das kann natürlich... Jure, du bist schnell, ne? Die hatte ich eine Wirbelsäule verpasst. Wichtig ist, dass er schneller ist als sie. Also hier zum Beispiel den Elefanten kannst du vergessen. Der kann mal da bleiben, wo er ist. Hier, weiblich Alter 12 ist ein Traum und männlich Alter 35 ist, ja, fast auch ein Traum. Ist nicht so schlimm, ob jetzt männlich oder weiblich, da haben wir ja hier einfach bloß zähmen. Na, hier mal ein paar Treffer. Wie schwer blutest du? Noch nicht schwer genug. Ja, genau, hier gleich nochmal drauf schießen, bitte. Da, beschieße Elefantant. Ja, wunderbar. Wie schwer bist du jetzt? Ausbluten in 19 Stunden ist perfekt. So, und du noch? So, wie schwer? Plus 16%. Oh, das rechte Auge hat gelitten. Das ist nicht ganz so schlimm. Na, komm. Wenn wir den jetzt zu stark beschädigen, den Elefanten, dann ist es... Dann hat er halt Pech gehabt, ne? Immer noch keine unmittelbare Gefahr. Sag mal. Wir wollen den ja mindestens so weit kriegen, dass er irgendwann mal ausblutet. So, das müsste jetzt aber reichen, oder? Tod in 22 Stunden, perfekt. Okay, kann's heimgehen. Jetzt lassen wir die hier einfach mal bluten, vor sie hin bluten. Und irgendwann werden die dann ohnmächtig und dann holen wir sie ab. Retten sie, peppeln sie auf. 2 Stück wird auch reichen. Die wohnen dann hier drinnen, die fressen natürlich dann unser Heu. Aber das dürfen sie auch. Wir haben ja genug davon. Und wir produzieren ja auch immer noch jede Menge Heu. Das ist ja alles in Ordnung. Na, Lachse? Hier der Rabe ist unterwegs. Das ist unser Händler, Hera. Bist du fit? Ist alles gut bei dir? Anwerbungschance. 4,5% immerhin. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Nett. Kannst du aber mal hier mit Rabe handeln, bitte? Riesling geht's noch nicht so gut. Was macht denn deine Bedürfnisse? Niedrige Erwartungen? Hungrig, heiß, ist alles doof, ja. Okay. Das ist halt manchmal so. Eigentlich wollte ich dort ja Kühlung bauen, dachte ich. Hatte ich mal im Gedächtnis, aber habe ich dann wohl doch nie gemacht. Bin ich nicht zu gekommen oder so. Wir verkaufen auch schon mal hier unsere Joints, wie immer, ne? Wollen wir Neutramin kaufen? Wir haben 31 Stück. Das sollte uns eigentlich reichen. Hyruka muss halt bloß mal dazu kommen, die zu verarbeiten, theoretisch. Klarstahl kaufen. Wir haben jede Menge Geld, also eigentlich... Klar, warum nicht? Kauf den mal. Ja, ist ja egal, dass wir hier das ganze Geld raushauen. Wir haben ja genug. Ja, echt. Wenn wir so viel Geld hätten. Hier, trage den Blastahl mal bitte weg. Machst du da sauber? Trägst mal den anderen Blastahl weg? Genau. Dann ist das gleich aufgeräumt. Müssen das die Tiere nicht wieder machen? Ach, hier ist der Elefant. Da ist er. Wo warst denn du, mein Freund? Ich wollte dich ein bisschen beschießen. Tod in 21 Stunden, tot in 18 Stunden, immer noch. Die bluten ganz schön stark. Eigentlich, aber... Die regenerieren halt auch relativ viel Blut, wie es aussieht. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Wobei, das ist eigentlich in Prozent.
Naja, mal gucken. Die sollten jetzt in jedem Falle... Das Auge ist ein Problem, um den Elefanten als Kämpfer noch zu benutzen. Tatsächlich, das ist nicht ganz so cool. Aber mal gucken, das wird schon noch. Ja, hier Nora, genau. Mal richtig schön putzen. Alte Putze. Ihr müsste das doch überall hübsch sein, oder? Dank der Blumen. Nee. nee, wirklich. So viel reißen die nur ohne aus. Raus. Das ist alles Gruft hier. Eine sehr eindrucksvolle Gruft haben wir hier. Weil hier oben die Särge rumstehen. Das ist schön. Hier ist ganz toll eigentlich. Ne? Hier so. Schönheit 1, irgendwas. Das ist gar nicht so schlecht. Aber hier ist doof. Ne? Hier ist echt doof. Hier sollte man vielleicht noch... Ne, sollte ich vielleicht das Ding vergrößern, damit das hübscher wird. Mal sehen. Können wir ja machen. Wir können ja hier mal die Zone anklicken. Dann gehen wir auf Zone, Gebiet, Anbauzone und erweitern die einfach um Innenstrich. So. Dann machen die hier mir ein paar mehr Blumen hin. Dann wird es noch hübscher. Hübscherer. Ganz toll. Ich weiß auch nicht, ob wir dieses Ding hier noch behalten wollen. Ich wollte auch die Verteidigung vergrößern, verbessern, vertollern. Weil wir haben ja doch schon das Problem, dass es hier ein bisschen eng ist. Vor allen Dingen hätte ich gerne mehr Platz zwischen den Dingern hier. So drei Stück oder so wäre ganz cool. Die Idee ist folgende. Warum drei Stück? Einfach damit Schüsse, die eigentlich daneben gegangen wären, nicht den Nachbarmann treffen. Weil dann ist immer ein Platz zwischen den Leuten. Das sollte helfen, dass sie nicht aus Versehen getroffen werden. Weil mir das beim letzten Mal aufgefallen ist, dass das manchmal passiert. Das ist nicht ganz so cool, ne? Dann hätten wir hier in. Drei frei, da den nächsten. Drei frei, da den nächsten, ne? Das sind Dreier. Ja. Eins, zwei, drei, da den nächsten. Eins und drei, da den letzten. Dann wäre hier die Wand. Theoretisch so dann. Würde bis hier hingehen wahrscheinlich oder so. Der geht weg. Ne, dann kommt man hier nicht mehr durch. Das heißt, die hier in diese Schlafräume wollen, müssten hier rumlaufen. Das ist aber nicht ganz so schlimm. So oft wollen die ja jetzt nicht schlafen, hoffentlich. Dann würde das hier runtergehen. Bis hierhin. Der würde hier lang gehen. Genau. Und dann... wäre der Sandsack hier, ist ja ganz klar. Dann hatte ich noch eine Idee, die man vielleicht versuchen könnte. Ich muss mal gucken, ob das hier passt. Das sind 19. Hat er das jetzt hier mitgezählt, den da? Ja, das sind 19. Was ist denn die Hälfte davon? 9? Weiß ich nicht. Gibt es da eine Hälfte? Ja, das Ding hier ist die Hälfte. Dann hatte ich die Idee, dass das hier der Eingang ist. Pass auf, dann ist hier zu. Oder das hier ist der Eingang, das heißt, der ist nicht besetzt. Hier ist der Eingang. Das heißt, nur hier geht's rein. Da ist Sandsack, hier ist Sandsack, damit die da nicht campen können. Und dann haben wir hier so eine Wand. Extra so. Was ist denn jetzt? Störung, Windturbine, ist nicht ganz so schlimm. Wir planen das hier einfach mal gerade. Ne, das hier ist der Eingang. Und hier ist so weg. Das heißt, sie müssen alle hier rein, haben keine Deckung und nix und können nie so schön weit stehen bleiben. Ne, hier sind Sandsäcke. Dann brauchen wir hier keine Sandsäcke mehr zu haben. Dann brauchen wir auch bloß das Stück Mauer hier, braucht bloß hier zu sein. Höchstens hier so. Das würde ich gerne mal versuchen wollen. Ja. Ich denke, das versuchen wir mal. Mal gucken, was das bringt. Dafür bauen wir als erstes mal... Ich weiß nicht, haben wir Granit? Das ist ja auch schon mal die Grundvoraussetzung hier. Knappe 200 Granit haben wir. Dann können wir hier mal eine Kopie bauen, die erstmal bis hier runter geht. Jetzt habe ich nie geguckt, wie teuer ist die? Ich weiß, Kinder. Das sind 125 erst schon mal. Das können wir uns leisten. Dann geht das nächste hier lang. Der hier kann aus dem Weg. Kann abgerissen werden. Die hier können auch alle weg. Nee, können sie nicht. Der hier kann da bleiben. Der kann auch da bleiben. Die sind alle richtig. Die hier können weg.
Ne, die braucht man nicht mehr. Wir machen dann neue hin. Warum will ich die hier so reindrängeln? Das ist einfach, damit die Chancen, dass die über die... Dann mache ich den ganzen Abschnitt hier mit Fallen voll. Und dann ist die Chance, dass die über die Fallen laufen, deutlich größer. So ist der Plan.